So today we played a good game. We started strong and gained a big lead, but then at half we eased up a little bit and we complicated things for ourselves. And from then it was a tight match, and then in the end we came on top. And we were tired, but that's not an excuse. So. Za začiatku to vyzeralo ako jednoduchý zápas možno pre nás. Boli sme z úvodu zápasu rýchlejší, dominantnejší. Mali sme viac energie v prvom polčase, ale v druhom polčase začal super klásť odpor a my sme sa tomu nejakým spôsobom prispôsobili a perfektne dotiahol až v podstate 17 bodové manko z polčasu dotiahol na egal a v poslednej štvrtine sa v podstate bojovalo o každú loptu, o každý bod. My sme sa dostali trošku pod deku, kde sme, ak sa nemýlim, trafili 9 bodov v tretej štvrtine. Nevedeli sme trafiť už ani spod koša, nie to je ešte z perimetra. Čiže naozaj náročný zápas, siahli sme si nakoniec na dno svojich síl a sme radi, že sme to dotiahli na záver do víťazného konca. At the first half, we kind of played sloppy. We weren't in the help defense and like we didn't do any extra passes. But at the second half, we kind of got it together and like we played great defense, we're in the help side. And we did those extra passes which we made and yeah. Also, es war ein schwieriger Beginn für uns Sonntag, morgen ist nicht so optimal gewesen. Wir waren schon fast 20 Punkte hinten und haben uns in der zweiten Halbzeit zurückgekämpft. Und das, da muss ich wirklich sagen, Hut ab von meiner Mannschaft, dass sie das geschafft haben gegen die starke Mannschaft aus Sereď. Ich bin sehr zufrieden. Auch mit dem Ausgang, wir sind zwar nur Vierter, aber haben mit den Top-Mannschaften auf Augenhöhe mitgespielt. Wir hatten einen guten Competition für meine Burschen und das war das Ziel. Und ich glaube, dass wir uns auch gut entwickelt haben als Mannschaft. Jetzt haben wir noch am Donnerstag das letzte Spiel in der Wiener Meisterschaft und dann ist die Saison vorbei. Aber ich bin sehr zufrieden, wie sich meine Mannschaft entwickelt.